Ja, man kann zwei Männer oder einen Mann und eine Frau gleichzeitig leben. Ja, voll. Ich bin Philippa, ich bin 23 und ich bin in einer Beziehung mit dem Sam und noch mit einem anderen Liebespartner. Und ich bin der Sam und habe es eigentlich gleich, auch in Beziehung mit der Philippa und dann noch mit einer anderen Lebenspartnerin. Ihren Lebenspartner kenne ich auch als guten Freund. Und auch meine Liebespartnerin und ihre andere Liebespartner haben eigentlich nichts miteinander zu tun, außer Freundschaft. Ich bin auch ein Jahr vorher aus einer Beziehung gekommen, wo monogam war. Und ich habe nachdem habe ich gewusst, ich will keine monogame Beziehung mehr. Weil ich wie auch gemerkt habe, dass ich viele Sachen, die ich als wichtig einschätze, um mit anderen Menschen zu teilen, also Körperkontakt, Nähe, Kuscheln, auch Küssen und so, dass das für mich auch in eine normale Freundschaft eingehört, auf eine Art. Und ich habe wie gemerkt, so, das Bild von monogamer Beziehung, wo ich dann hier mit dem Freund geteilt habe, das hat das überhaupt nicht zulassen. Als ich meine Eltern erzählt habe, dass ich eben in mehreren Beziehungen bin, dass ich Polyamorie am Entdecken und am Leben bin, sie sind zuerst recht skeptisch gefunden, vor allem meine Mutter. Und ich konnte das recht gut erklären. Also mittlerweile fragen sie sogar nach beiden Beziehungen oder was geht so am Laufen ist. Und bei meiner Mutter, sie hat so gesagt, ja, aber du kannst doch nicht einfach dich nicht auf jemanden komplett einladen. Das geht nicht. Du musst ja ein Commitment haben in einer Beziehung. Und erst viel später, dann, als ich ihr ein Beispiel erklärt habe, so von, zum Beispiel, wie wir zusammen eine Krise bewältigen oder wie wir zusammen transparent sind und kommunizieren miteinander, erst dann hat sie angefangen zu merken, so, wow, da ist eigentlich ein mega grosses Commitment rum. Voll cool. Von dort an ist es nachher entspannt. Also den Polylyt fehlt nicht so das Gen für Eifersucht. Es betrifft mich genau gleich auch und ich habe auch Eifersucht. Genau, wenn man wie anschaut, wie wir halt in der Gesellschaft aufleben, so mit den ganzen Narrativen und Ideen zu romantischen Beziehungen, das ist einfach eins auf eins. Und für mich ist es so, wie es aus dem rausgeht und das würde ich mir mega wünschen, dass das auch andere Leute könnten erleben. Und es geht mir nicht mal darum, ob es poly ist oder monogam oder was auch immer, sondern dass man einfach, dass wie klarer ist, dass jeder seine Freiheit hat, um seine Version von Beziehungsleben, ohne dass von außen kommt, hey, aber eins ist doch eigentlich, jetzt kannst du nicht zwei Monate mit einem zusammen sein und dann nachher ein halbes Jahr mit drei zusammen sein oder wie auch immer, sondern dass so wie ja, auch Mut gemacht wird, um den Begriff von Beziehung auszudehnen und erforschen, ohne von außen eingeschränkt zu werden.